Montag, der 15. Oktober. Herzlich willkommen zum Wochenstart. Sorgt das für Schlagzeilen. Hirnblutig. Der einzige Wachmann in Berlin hat nach seinem Unfall wieder müssen lernen, reden, lesen und schreiben. Ja. Ich habe von der Kavallerie gesprochen, die Amerikaner haben sie ausreiten lassen. Jeder Vergewaltiger gehört die Kiste ohne Wenn und Aber. Hi, Pamela. Hi, I understood that last part. You did? Yeah, my name. Wir haben gesagt, bei 100'000 Platten kommen wir zusammen. Machen Sie doch wieder das, was Sie mal gemacht haben. Wäre auch schön. Aber wenn Sie jetzt noch so gut haben, warum hat es dann nicht funktioniert? Es ist jetzt einfach so gekommen, aber das heisst nicht, dass man jemanden aufhört zu lieben. Ich würde enorm gerne mit dem Robert Redford zusammenarbeiten. Oder wenn du jetzt jeden Abend ins Tagtäglich kommst und eins singst, dann nützt sich das mit der Zeit. Ich glaube, das gäbe keine Quote. Nach einem Schnitt am Hals schafft sich der Chirurg langsam weiter vor, bis man dann wenig später die Verzweigung der Halsschlagadern sieht und auch die Ablagerungen drin. Lifestyle, das Schweizer Trendmagazin. Spannende Gäste, spannende Themen und alles, was Lifestyle ist, sehen Sie bei mir jeden Freitag im Lifestyle. Gemüse? Nicht gut. Und dann hat es so komisch gequietscht zwischen den Zähnen. Hallo, das ist der Mark Sway und ihr schaut Freakish Pure Nightlife. Drei topmotivierte Gäste, spannende Themen, Herzblut und Engagement. Ja, das ist der heutige Sonntag. Wir übertragen Ihnen jetzt live das Verbrennen vom Böck.